Mittwoch, 18.18 Uhr. Willkommen zu OrgaTV. Neben einem weiteren Fachbegriff aus dem Chinesischen, dem Narzissmus, wollen wir euch heute auch noch ein wenig einführen in die Kunst des Sushi-Machens. Aber schauen wir uns doch zuerst mal an, was euch heute so erwartet. Narzissmus, was ist das eigentlich? Wir haben einen Vergleich von positiven und negativen Narzissmus in Alltag und Beruf. Ist Narzissmus messbar? Und wie verhält sich ein Narzisst? So, da sind wir. Und jetzt präsentiere ich euch zuerst mal sämtliche Zutaten, die wir benötigen, um unser Sushi heute herzustellen. Als erstes natürlich unseren Sushi-Reis, den wir natürlich schon mal vorgekocht haben, aus zeitlichen Gründen. Als nächstes für unsere gerollten Sushi haben wir hier unsere Nori-Blätter, das sind Algen. Wir haben unsere Bambusmatten, die wir zur Hilfe nehmen müssen, um die ganze Sache zu rollen. Wir haben scharfe Messer, um die Sushis nachher zu portionieren. Für die Füllung haben wir verschiedene Sorten Gemüse. In unserem Fall Gurken, Karotten und Paprika. Und an Fisch, wir haben uns für Lachs entschieden und Surimi. Um das Ganze später ein wenig aufzupeppen, kommt natürlich Wasabi, das ist der grüne Meerrettich dazu, der dem Ganze die richtige Schärfe gibt. Sojasauce zum Dippen und eingelegter Ingwer. Jetzt kennt ihr die Grundlagen, die wir für unser Sushi benötigen, aber schaut euch doch mal an, welche Grundlagen wir für euch über den Narzissmus vorbereitet haben. Hallo, mein Name ist Jan Stauch und ich werde heute etwas über das immer häufiger auftretende Menschenbild des Narzissten in unserer Gesellschaft berichten. Um dieses Menschenbild kursieren viele Mythen und Gerüchte, wie in unserem spannenden Beitrag direkt aus der Saarbrücker Innenstadt zu sehen ist. Wir schalten jetzt live rüber zum Markt nach Saarbrücken. Hallo, ich befinde mich heute hier am St. Johanna Markt in Saarbrücken und wollte mich trotz des schlechten Wetters mal umhören, was die Passanten so zum Thema Narzissmus zu sagen haben. Eigentlich weiß ich dazu gar nichts. Peinlich, aber okay. Was wissen Sie zum Thema Narzissmus? Zum Thema Narzissmus, also die Rechtsradikalen, die verkörpern jetzt wieder den Narzissmus. Linksradikal, ich finde links und rechts sowieso irgendwie fern jeglicher Wirklichkeit. Wirklich ist doch praktisch unser Leben, das geht doch momentan gut. Was brauchen wir die? Ja, ist eine große Frage, die ganze Geschichte. Ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, über Literatur, Theater und Zeitzeugen reden. Ist schon ein wichtiges Thema, ja, stimmt. Ja. Narzissmus ist eine überzogene Form der Selbstliebe. Man könnte sich sicherlich immer fragen, ob vielleicht manche Politiker oder allgemein machthabende Personen von solchen Motiven getrieben werden, aber ja, also quasi auch in Verbindung mit Macht, Gier. Narzissmus ist für mich, wenn jemand sich sehr wichtig nimmt, sich für sehr bedeutend hält und auch über die Maßen schön. Nachdem wir jetzt so einige Meinungen zum Thema gehört haben, wollen wir mal sehen, was der Fachmann Herr Wikipedia dazu zu berichten hat. Zurück ins Studio. Der Narzissmus ist eine starke Selbstverliebtheit und Eitelkeit und hat als psychologischer Fachbegriff mehrere Bedeutungen. Herr Pedia, können Sie uns vielleicht zunächst etwas über die Entstehungsgeschichte des Begriffs Narzissmus erzählen? Natürlich. Das Wort Narzissmus entstammt der altgriechischen Sage um den Jüngling Narkissos, der unsterblich in sein eigenes Spiegelbild verliebt war. Wie äußert sich der Narzissmus heutzutage in den Chefetagen in großen Unternehmen? Der Narzisst ist häufig ein Strahlemann. Er geht über Leichen, nutzt alle aus, seine Gegner werden gnadenlos ausgeschaltet. Er schreckt auch nicht davor zurück,
die Ideen anderer zu klauen und als seine auszugeben. Er nimmt also quasi die Ideen der anderen Leute und gibt es als seines aus. Genau, genau. Und was kann man dagegen unternehmen? Wie kann man sich zum Beispiel davor schützen? In kleineren Unternehmen besteht generell kaum eine Möglichkeit. Das Einzige, was man tun kann, ist damit zu leben, weil der Chef in dieser Situation dann automatisch abhängig von einem ist und man so geschützt ist. Ja, und jetzt in den größeren Unternehmen? In großen Unternehmen wäre eine gute Möglichkeit, seine Mailverteiler zu erweitern und somit eine größere Belegschaft von seiner Idee und der Quelle der Idee, dass sie von einem selbst stammt, zu überzeugen. Das klingt gut. Da haben Sie jetzt ein paar Tipps erhalten, wie Sie sich vor Narzissmus schützen können. An alle Betroffenen natürlich herzliches Beileid und wir hoffen, dass es mit den Tipps besser klappt. So, da sind wir wieder zurück und steigen jetzt in den praktischen Teil der Sushi-Zubereitung zu ein. Und als erstes Sushi bereiten wir das klassische gerollte Maki-Sushi zu. Dazu benötigen wir unsere Bambusmatten, ein halbes Nori-Blatt und natürlich Sushi-Reis, den wir jetzt zuallererst mal hier auf unserem Nori-Blatt verteilen. Dazu benötigt man natürlich speziellen Sushi-Reis, der eine sehr hohe Klebkraft hat, damit die Rolle später auch noch zusammenhält. Außerdem wichtig ist, dass man immer gut anfeuchtet, damit der ganze Reis nicht direkt schon an den Händen kleben bleibt. So, den Reis verteilen wir. Am oberen Rand lassen wir einen guten Zentimeter Platz, damit wir später eine Klebefläche haben und die Sushi-Rolle auch zusammenbleibt. So, nicht allzu dick auftragen. Es muss ja auch noch Platz für die Füllung da sein. So. Versuchen, das Ganze recht gleichmäßig zu gestalten. So. Zur Füllung des Ganzen nehme ich Surimi-Stäbchen, das ist Krebsfleisch, das Ganze hier in die Mitte setzen, etwas andrücken im Reis. Außerdem noch direkt daneben, auch wiederum schön andrücken. Ein paar Karottenstreifen und damit das Ganze auch die nötige Würze bekommt, ein bisschen vom Wasabi, dem scharfen grünen Meerrettich. Bitte darauf achten, nicht zu viel zu nehmen, da das Zeug wirklich scharf ist. So, kommen wir zum Rollen. Wir positionieren das Nori-Blatt jetzt hier vorne, direkt an der Kante von unserer Bambusrolle. Mit den Fingern ein wenig die Füllung festhalten. Und das Ganze umklappen, erstmal gut andrücken, damit die Rolle auch schön kompakt bleibt. Und dann langsam mit den Daumen sich hier vorarbeiten, um die Rolle zu verschließen. So. Wunderbar. Jetzt holen wir uns ein scharfes Messer, auch immer wichtig, anfeuchten. Die Enden schneiden wir ab, fein der Schönheit halber. Mal anfeuchten, dann die lange Rolle einmal in der Mitte teilen, schön aneinanderlegen und in 6 gleich große Teile schneiden. So, dann richten wir das Ganze hier an. Und fertig ist unser Maki-Sushi. Falls ihr irgendwann mal das Vergnügen habt, mit einem Vorgesetzten, der aus dem japanischen Raum kommt, essen zu gehen, solltet ihr darauf achten, falls er euch ein alkoholisches Getränk, Schnaps oder Bier anbietet, ist das keine Falle. Er will euch auf keinen Fall reinlegen, sondern eine sehr, sehr nett gemeinte Geste. Und ihr solltet euch auch nicht schämen, das Glas auf Ex zu leeren, da das in Japan so
der normale Brauch ist. In der Regel hält es sich dann so, dass der Chef dann ein positiver Narzisst ist, weil er euch ja diese Offerte macht. Aber schaut euch doch mal an, was wir noch so haben. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Narzissten. Live aus unserem Orga-TV-Studio aus New York. Wie schon angekündigt, behandeln wir heute das Thema positiven Narzissmus. Und ich wette, auch in vielen von Ihnen steckt ein wahrer Narzisst. Na, Smart, sei mal nicht so voreilig mit deinen Behauptungen, vor allem von seinen Gästen gegenüber. Vor allem von dir weiß ich, dass in dir ein wahrer Narzisst steckt. Von mir? Ja, aber keine Angst, Narzissmus kommt in vielen Lebenslagen vor, zum Beispiel auch im Beziehungsalltag. Ich würde sagen, das Erklären fällt leichter, wenn wir unseren ersten Einspieler angucken. Oh Schatz, guck mal, es kommt auch E-Mail für dich. Ja, aber ich gucke jetzt meinen Actionfilm. Ach, den hast du auch schon so oft gesehen. Ja, und er ist jedes Mal wieder gut. Aber mir gefällt er nicht. Können wir nicht das andere gucken? Ja, aber das hat doch schon angefangen. Schon seit 5 Minuten. Aber erst seit 5 Minuten. Wenn wir jetzt einschalten, dann sehen wir es noch. Na gut. Nun gut, aber was möchtest du mir mit dem Spot zeigen? Das Verhalten entspricht nun gar nicht dem eines Narzissten. Meinst du die Frau oder den Mann? Den Mann. Hättest du ebenso gehandelt? Vermutlich. Genau das ist nämlich das, was den positiven Narzissmus ausmacht. Die Lebensgefährtin stellt einen Anspruch, dem der Mann nicht unbedingt direkt nachkommen muss. Er spricht zuerst dagegen, zeigt sein stabiles Selbstwertgefühl, wie es ein Narzisst tun würde und lässt sich von seinen Mitmenschen nicht bevormunden. Danach strahlt er Wärme aus, wendet sich seiner Lebensgefährtin zu und zeigt somit den harmonischen Bestandteil seiner Persönlichkeit. Hier ein weiteres Beispiel. Chef! Traue ich mich kaum, Ihnen das mitzuteilen, aber alles ist rot. Was soll das heißen, alles ist rot? Völlig schiefgelaufen. Wie schiefgelaufen? Das kann nicht sein, das habe ich alles selbst geplant. Entschuldigung, aber ich habe nur gemacht, was Sie gesagt haben, sonst nichts. Zeigen Sie mal hier. Das sieht wirklich schlecht aus. Zahlen, also das kann ich mir nicht erklären. Meine Schuld war es nicht. Sie kann wenigstens sein, dass das hier was schiefgelaufen ist, dass ich mich dabei verkalkuliert habe. Also ich werde die Zahlen mal durchgehen. Ja? Ja. Also ich habe nichts damit zu tun. Nein, also Sie machen Ihre Arbeit gut. Machen Sie weiter. Danke. Und hier soll wieder ein Narzisst im Spiel gewesen sein. Exakt, Clever. Du denkst, der Mitarbeiter müsste gefeuert werden? Immerhin war es die Schuld des Chefs, er hatte falsch kalkuliert. Dann hat er also wieder ein stabiles Selbstwertgefühl. Er schiebt die Schuld nicht von sich, sondern gesteht sich seine Fehler ein. Es ist ein Rückschlag, der aber keine Auswirkung auf sein Selbstwertgefühl hat. So ist es. Du hast es verstanden, Clever. Sehr schön. Sehr verehrte Zuschauer, vielleicht haben Sie sich auch wieder irgendwo entdeckt, wie ich es Ihnen prophezeit hatte. Wir sehen, dass Narzissmus nicht unbedingt krankhaft sein muss. Narzissmus ist in erster Linie eine innere Bezogenheit auf das Selbst und nicht eine abnorme Selbstliebe. Da es natürlich auch anders geht, das sehen wir nach einer kurzen Unterbrechung. So, da sind wir wieder zurück und kommen jetzt zur zweiten traditionellen Sushi-Zubereitung, dem Nigiri-Sushi. Dazu brauchen wir jetzt eigentlich nur unseren Reis natürlich, unseren rohen, dünn aufgeschnittenen Fisch und unsere Wasabi-Paste. Wichtig bei diesem Sushi ist, dass wir uns die Hände gut anfeuchten. Das Wasser sollte versetzt sein mit ein bisschen Reisessig. Das hemmt die Klebkraft noch ein bisschen. So, wir holen uns eine kleine, so Tischtennisball große Menge Reis in die linke Hand und formen die zuerst einmal zu einem schönen Rechteck. Das dann die Auflage für unseren Fisch bildet. Wunderbar. In die rechte Hand kommt der dünn aufgeschnittene Fisch und darauf eine kleine Menge von unserem Wasabi, um dem Ganzen wieder ein wenig Pfiff zu verleihen. So, dann führen wir das Ganze zusammen und formen jetzt dann ein schönes
abgeschlossenes Sushi, bei dem der Fisch oben schön aufliegt und das Ganze eine schöne Form hat. Schön den Fisch andrücken, damit er beim mit dem Stäbchenessen auch wirklich nicht vom Reis rutscht. So, da das Ganze wahrscheinlich ein wenig schnell ging, machen wir gleich noch einen. Wieder die Hände anfeuchten. Die Tischchen ist bei großer Menge Reis. Da formen. Sollte nicht zu groß sein, da man Sushi immer am Stück essen sollte. Also nicht durchbeißen oder sonstiges. So, wieder ein schönes Stück von unserem Lachs. Wieder etwas Wasabi und das Ganze wieder zusammenführen. Schön andrücken. So, dann mache ich noch ein viertes, damit auch jeder aus der Gruppe nachher eins abhaben kann. Zubereitung ist jetzt klar. Reis. Und das Ganze wieder wunderbar andrücken. So. Worauf ihr Sushi essen natürlich achten solltet, ist, dass ihr, wenn ihr nicht mit Stäbchen umgehen könnt, dann bitte mit der Hand essen. Ein absolutes No-Go ist der Verzehr mit Messer und Gabel und noch schlimmer, vor allem in Begleitung von Japanern, ist es mit dem Stäbchen einfach in das Sushi hineinzupieken und dann zu essen, weil das in der buddhistischen Welt normalerweise die Art ist, wie den Toten das letzte Mal serviert wird. In der aller Regel wird euch das aber als Ausländer verziehen. Falls das nicht der Fall sein sollte, seid ihr wohl an einen negativen Narzissten geraten. Willkommen zurück im Studio. Wir wollen nun der Frage auf den Grund gehen, warum manche Menschen, insbesondere oft Chefs, so richtige Ekel sein können. Du meinst sogenannte negative Narzissten? Genau. Und was hast du für uns vorbereitet, um uns das zu zeigen? Wir werden heute einen Narzissten, Herrn Stromberg, durch seinen Alltag begleiten. Aber schauen wir uns doch die erste Szene einmal an. Okay. Kannst du mal bitte den Müll rausbringen? Siehst du, dass ich beschäftigt bin. Boah, nie hilfst du mir. Immer muss ich alles alleine machen. Ja, ich kümmere mich halt um die wichtigen Sachen. Du könntest ja ruhig auch mal im Haushalt mit anpacken. Ich bin ja nicht deine Putzfrau. Ich gehe arbeiten. Interessant. Aber wo liegt jetzt die Verbindung zu dem Beruf Chef? Die Teamfähigkeit. Ja. Negative Narzissten zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie keinerlei Teamgefühl verspüren. Das zeigt sich, wie eben gesehen, auch schon in dem kleinsten Team, dem in den eigenen vier Wänden. Ja. Chef, der Jahresabschlussbericht. Danke für die tolle Arbeit, vor allem an unsere Mitarbeiter, vor allem an mich. Ich bin derjenige, der hier den Laden am Laufen hält. Ohne mich wäre diese Firma schon längst bankrott. Ist unglaublich, mein Name müsste da stehen. Danke, danke für Ihre tolle Arbeit. Oha, so erfreut war er über den Bericht aber nicht. Nein, nicht wirklich. Eine starke Eigenschaft der negativen Narzissten, wie von unserem Herrn Stromberg hier, ist das Streben nach Anerkennung. Oft vertreten sie den Slogan, ich bin die Firma. Gibt es noch andere Eigenschaften, die einen negativen Narzissten ausmachen? Ja klar, im nächsten Spot werden wir noch einige herausfinden. Okay. Ja.
Herr Stromberg? Frau Schmidt, was ist denn jetzt schon wieder? Herr Chef, könnte ich vielleicht früher nach Hause heute? Mein Sohn ist krank, der musste früher nach Hause von der Schule. Frau Schmidt, da könnte doch wirklich jeder kommen. Wenn ich jedes Mal nach Hause gehen würde, wenn mir der kleine Fingernagel abbricht, dann wird der ganze Laden hier zusammenbrechen. Ich würde sagen, Sie gehen wieder an Ihren Schreibtisch, machen Ihren Kram und bringen mir noch einen Kaffee. Klar? Klar. Abmarsch. Na, das war aber kein feiner Zug von unserem Chef. Da hast du vollkommen recht. In dieser Szene hat Herr Stromberg natürlich alle Eigenschaften des negativen Narzissten auf einmal an den Tag gelegt. Seine herablassende und autoritäre Haltung, sein übertriebener Egoismus und die Selbstverliebtheit, aber auch das mangelnde Interesse an den Belangen seiner Mitarbeiter. Also alles in allem kein wünschenswerter Zustand für die Mitarbeiter des Unternehmens. Natürlich nicht. Jeder kann froh sein, wenn er nicht an solch einen Chef gerät. Ich hoffe, dass dieser kleine Beitrag euch etwas dabei geholfen hat, ein paar Einblicke in die Welt der negativen Narzissten zu gewinnen. So, da sind wir wieder zurück und wollen nun die dritte Art Sushi zubereiten für heute. Eine der eher modernen, die sogenannte California Roll. Und mein Kamerakind Pascal hat mir signalisiert, dass er das gerne übernehmen würde. Komm mal zu mir, Pascal. Hallo, Marc. Hi. Du hast dich ja schon richtig in Schale geworfen. Ja, weil das ist die Meisterklasse. Optimal. Dann erzähl uns doch zuerst mal kurz, was du vorhast. Ich versuche jetzt diese Art von Sushi, das kalifornische Sushi. Und da sieht man schon, ist der Reis außen. Okay. Was brauchst du? Ich brauche eigentlich das gleiche wie du, nur dass ich jetzt, wenn ich fertig bin mit dem Reis belegen, die Matte umdrehe. Okay, dann hau mal rein. Wie immer, feuchten wir jetzt die Hände. Und jetzt brauchen wir viel mehr Reis als vorher, weil wir wollen bis zum Rand. Okay, weil der Reis nachher außen ist und dann unsere Klebschnittschnelle regelt. Okay. Also ruhig viel Reis benutzen. Bis an jede Ecke. Okay, ich dachte schon, es war schon sehr dick. Okay. Also bis dahin im Prinzip das gleiche wie bei unserem Maki-Sushi. Ja. Okay. Wofür ist die Frischhaltefolie auf der zweiten Matte? Das siehst du gleich, wenn wir den Reis umdrehen. Okay. Weil wir wollen vermeiden, dass der Reis an der Matte kleben bleibt. Okay. Und dann funktioniert der Reis nicht mehr. Okay. Kannst du bitte halten? Ich gehe dir mal zur Hand, jawohl. Ich feuchte mal auf die Hand an. Und ich feuchte auf die Matte etwas an. Okay. Die Folie. So. Auch damit das Ganze nicht kleben bleibt. Richtig. Okay. Versuchen jetzt. Okay. Einfach umdrehen. Und jetzt belegen, wie immer, nur mit dem Unterschied, mehr zu verwenden. Mhm. Weil wir haben jetzt nicht das Füllmittel Reis und brauchen natürlich irgendwie etwas, um den Platz zu füllen. Okay. Wie immer. Also schon ordentlich gefüllt das Ganze. Ja. Und was du verwendest, bleibt dir überlassen. Klar, da ist der, gerade bei dem modernen Sushi, ja, ist der Fantasie da keine Grenzen gesetzt. So, und wie immer mit Wasabi-Würzen. Weil das verleiht den richtigen Pep. Okay. So, dann sind wir mal gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Ich versuche mein Glück. Wie immer, die Matte nehmen. Ja. Und umwälzen. Also wie beim klassischen Maki auch. Wie beim klassischen Maki. Okay. Den Daumen drehen. Die California Roll ist ja das Sushi, das die Japaner, die nach Kalifornien gezogen sind, abgewandelt haben. Klassischen. Genau. Wunderbar. Daher der Name, wunderbar. Sieht sauber aus. Jawohl. Und ich überlasse dir die Ehre. Dankeschön. Dann wir mit einem scharfen Messer erstmal die Ecken ab, damit das Ganze nachher auch schön aussieht. So. So, wunderbar.
dir ist ein Sushi-Koch verloren gegangen. Wusstest du eigentlich, dass Sushi in Deutschland eines der beliebtesten Fastfoods ist? Ich kann es mir vorstellen, die kleinen Häppchen sind schnell weg. Ja, vor allem in der Altersgruppe 17 bis 30 und bei den Frauen ist es ein extrem beliebtes und in den meisten Rankings sehr weit oben angesiedelt. Aber schauen wir doch mal, ob wir Narzissten auch in irgendwelche Rankings einfügen können. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, ob Narzissmus überhaupt messbar ist. Wie kann ich also herausfinden, ob gerade mein Chef ein Narzisst ist? Ein Messgerät gibt es dafür leider noch nicht. Dafür hat Donald Hembrick, Professor der Pennsylvania State University, den sogenannten Narcissism Index entwickelt, mit dessen Hilfe eine narzisstische Persönlichkeit festgestellt werden kann und geklärt werden kann, welche Auswirkungen das narzisstische Verhalten dieser Führungsperson auf das Unternehmen und seine Mitarbeiter hat. Dazu wurden 111 amerikanische CEOs aus der Computerbranche beobachtet. Ein wichtiger Indikator zur Messung der narzisstischen Persönlichkeit ist, wie oft die Führungsperson die Worte ich, mein, mir oder mich verwendet, im Vergleich dazu, wie oft sie die Worte wir oder uns benutzt. Hören wir uns doch einfach mal an, was der Vorstandsvorsitzende der Stolz und Stark AG heute bei der Pressekonferenz zu sagen hat und achten wir dabei vor allem auf seine Wortwahl. So, hat noch jemand eine Frage an mich? Ja? Herr Stolz, die Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise scheinen Ihr Unternehmen ja noch nicht erreicht zu haben. Wie haben Sie es denn geschafft, bisher davon verschont zu bleiben? Ja, das kann ich Ihnen durchaus sagen. Also ich habe begonnen, vor 2 Jahren bereits mein Unternehmen neu aufzustellen und auch auszurichten, was die internationalen Märkte betrifft. Und dabei haben wir nicht zuletzt Investitionen getätigt, mit denen ich die Konkurrenz weit hinter mir lassen konnte. Das hat mein Unternehmen an Platz 1 gebracht. Jetzt sind wir mittlerweile so gut durch die Wirtschaftskrise gekommen, dass wir auf Platz 1 stehen und auch weiterhin bleiben werden. Ich werde mein Unternehmen damit erfolgreich durch die Wirtschaftskrise bringen. Danke. Na gut, der erste Indikator trifft auf ihn zu, aber macht ihn das zu einem Narzissten? Weitere Maßstäbe sind, wie häufig sein Name im Jahresbericht fällt und wie oft dort ein Foto von ihm erscheint. Das Verhältnis seines Gehaltes zum Gehalt des nächsthöchst bezahlten Angestellten ist ein weiterer wichtiger Indikator. Je größer die Differenz ist, desto narzisstischer ist der Chef. Nachdem man alle Indikatoren überprüft hat, kann ein Ranking erstellt werden. So stellt man fest, dass die Chefs mit narzisstischen Persönlichkeiten sich im Unternehmen anders verhalten als ihre normalen Kollegen. Ein Narzisst geht zum Beispiel riskantere Deals ein, da er mehr von sich überzeugt ist, aber auch werden häufiger Strategiewandel vollzogen. Ich gehe all in. Und die Konzentration liegt bei Narzissten mehr auf Wachstum und Produktwandel als auf Kosten- und Qualitätsveränderung. Die will ich sehen. Spektakuläre Coups sind nicht ungewöhnlich, denn der Narzisst möchte Bewunderung ernten, wenn er seine Karten offenlegt. Das war's. So. Dann sind wir ja schon fast wieder am Ende unserer Sendung. Ich würde sagen, wir haben ganz gut gekocht. Sehr gut gelungen. Ja. Was nimmst du an, was wir dazu trinken? Naja, ich würde sagen Reiswein, Sake. Ja. Oder grünen Tee. Ja. Aber wusstest du, dass es auch überhaupt gar kein Problem ist, ein kühles Bier dazu zu trinken? Das ist bei den Japanern gang und gäbe. Das habe ich noch nicht gehört. Und deswegen würde ich sagen, wir beide fangen jetzt schon mal langsam an zu essen, bevor die Regie dazu stößt. Und ihr schaltet hoffentlich nächste Woche wieder ein, zur letzten Sendung in diesem Semester. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir an. Prost und guten Appetit.